Servus. Wir wollen uns heute mit der Pulsoximetrie beschäftigen, als eines der häufigeren Verfahren in der Medizin. Ihr seht hier auch schon eine kleine Besonderheit. Wir haben einmal das Corpuls 1 und das Corpuls 3T dabei. Das liegt daran, dass beide Geräte standardmäßig die gleichen Werte erfassen können. Andi, möchtest du uns einmal kurz erzählen, welche Werte sind das eigentlich? Gerne. Beide Geräte können standardmäßig selbstverständlich die Sauerstoffsättigung anzeigen. Das Ganze wird grafisch unterstützt durch die Blathkurve. Ebenfalls angezeigt wird uns die periphere Pulsfrequenz und ein Perfusionsindex als Qualitätsindikator für die Messung. Zusätzlich lässt sich bei der Sauerstoffsättigung ein dynamischer Pulston einstellen. Dieser ermöglicht es rein durch Gehör wahrzunehmen, wenn sich die Sauerstoffsättigung verändert, indem sich eben auch die Tonhöhe verändert. Verena, welche Sensoren werden denn für diese Messungen vorgehalten? Als erstes haben wir hier jetzt einmal den Mehrweg-Fingerclip. Das ist auch tatsächlich der Sensor, den ich am meisten benutze. Den legen wir an beim Patienten an der nicht dominanten Hand, weil da am wenigsten Hornhaut ist, und dann entweder am Mittelfinger oder am Ringfinger. Das liegt daran, dass bei Erwachsenen das letzte Fingerglied vom Mittel- und Ringfinger annähernd gleich groß ist und wir damit die besten Messbedingungen haben. Als nächstes hätten wir den Ohrclip. Der wird am Ohrläppchen angebracht. Und zu guter Letzt noch den Klebesensor. Hierbei handelt es sich um ein Einwegprodukt. Und es gilt zu beachten, wenn er an der Messstelle angebracht wird, dass sich Lichtquelle und Sensor gegenüberstehen. Bei allen Sensoren solltet ihr einmal beachten, dass die Messstelle auch ausreichend perfundiert ist und vor allem auch sauber. Gegebenenfalls kann man die natürlich vorher auch reinigen. Beim Fingerclip lässt sich noch dazu sagen, es ist auch problematisch, den zu nutzen, wenn da ein Kunstnagel drauf ist oder Nagellack. Beim Checken empfiehlt es sich auch immer, darauf zu achten, ob der Stecker vom Sensor auch tatsächlich an das Stammkabel vom Gerät passt. Dann schauen wir uns jetzt gemeinsam die Anzeige- und Einstellmöglichkeiten am Corpuls 3T an. Wir haben jetzt hier mal eine Oximetrie-Konfiguration vorbereitet. Ganz kurz zur Orientierung. Wir sehen im oberen Bereich die Plath- oder Pulswellenkurve. In den unteren Feldern hier links außen die Sauerstoffsättigung, rechts die periphere Pulsfrequenz und ganz rechts außen den Perfusionsindex. Bei der Sauerstoffsättigung setzt man Hämoglobin, welches im besten Fall mit Sauerstoff besetzt ist, ins Verhältnis zu unbesetztem Hämoglobin. Das Ganze ergibt einen prozentualen Wert. Und dieser wird hier angezeigt. Sobald ich bei der Sauerstoffsättigung ins Kontextmenü gehe, ergeben sich einige weitere Einstellmöglichkeiten. Hier oben zum Beispiel FastSat. FastSat bedeutet, ich habe die Möglichkeit, sobald ich es aktiviere, die Mittelungszeit, also die Zeit, in der quasi dieser Wert errechnet wird, zu verkürzen. Somit habe ich eine etwas genauere und kurzfristige Darstellung der aktuellen Sauerstoffsättigung. Eine verkürzte Mittelungszeit ist vor allem dann interessant, wenn ich die Veränderungen rasch mitbekommen möchte. In der Zeile drunter sehen wir jetzt gleich die Einstellmöglichkeiten für die Sensitivität. Standardmäßig ist die auf normal eingestellt. Das passt auch bei dem Großteil der Patienten. Es kann jedoch auch sein, dass ich einen Patienten mit einer schlechten Perfusion habe. Hier könnte ich zum Beispiel die Empfindlichkeit auf Max verstellen. Dadurch habe ich einfach eine bessere Auswertung. Eine weitere Option wäre die Empfindlichkeit auf APOD zu ändern. Das steht für Adaptive Probe of Detection. Hier erkennt das Gerät schneller, wenn der Sensor verrutscht, ist also besonders gut geeignet bei Kindern oder agitierten Patienten. Das nächste Feld zeigt uns die periphere Pulsfrequenz an. Diese wird pro Minute angegeben. Wichtig an der Stelle sei erwähnt, dass es sich um die periphere Pulsfrequenz handelt. Diese muss nicht der Herzfrequenz entsprechen. Hier oben sehen wir auch noch die Pulswellenkurve. Diese zeigt uns einmal, wie der Name schon verrät, natürlich nochmal den peripheren Puls. Andererseits kann ich über die Amplitude der Kurve auch Auskunft über die Perfusion erhalten. Bei einer hohen Amplitude habe ich eine eher gute Perfusion, bei einer niedrigen eine schlechtere. Die Perfusion selbst kann ich aber auch nochmal über den Perfusionsindex beurteilen. Den finden wir hier unten rechts. Dieser kann zwischen 0,1 und 20% angezeigt werden. Und ich kann ihn einmal dafür nutzen, um mir die Messstelle zu beurteilen, ist die überhaupt ausreichend perfundiert, um ein valides Ergebnis zu haben. Andererseits kann ich ihn aber auch als Trendparameter nutzen, um die Veränderung der Perfusion, wird sie besser oder schlechter, im Verlauf zu beurteilen. Die Alarme behandeln wir in einem Extra-Video. Zusammenfassend lässt sich sagen, Oximetrie ist mehr als nur Sauerstoffsättigung. Die drei wichtigsten Punkte dieses Videos sind: wählt den richtigen Messort, den richtigen Sensor und stellt das Gerät für eure entsprechenden Patientengruppen korrekt ein. Wir hoffen, ihr seid jetzt fit in der Standardoximetrie. Für die ganzen spezielleren Funktionen von dem Rainbow Set schaut gerne in das andere Video rüber. Damit ihr nichts verpasst, drückt auf Abonnieren und die Glocke.
Für Anregungen und Kommentare runter in die Kommentarfunktion und dann Servus bis zum nächsten Mal. Servus benannt.